hat der FC Bayern in einem geheimen Telefonat mit Tottenham-Boss Daniel Levy den Transfer von Harry Kane endlich eingetütet? Eine vom FC Bayern gesetzte Frist bis Freitag um Mitternacht ließen die Engländer verstreichen. Berichten zufolge soll Levy über die Frist alles andere als begeistert gewesen sein. In dem Geheimtelefonat soll am Wochenende jedoch der Durchbruch gelungen sein. Demnach habe man in allen wesentlichen Punkten eine Einigkeit erzielt. Erst kürzlich hatte auch Harry Kane den Druck auf die Verantwortlichen beider Clubs erhöht. Kane betonte, dass er bis zum ersten Spieltag der Premier League Klarheit über seine Zukunft haben wolle. Falls er am 13. August gegen den FC Brentford spiele, sei ein Wechsel in dieser Saison für ihn vom Tisch. Dem FC Bayern bleibt also noch eine knappe Woche, um den Transfer über die Bühne zu bringen.